Zitat lautet, man könnte vielleicht empfinden, die USA sind weiter als wir, aber wir Deutschen sind halt einfach anders. Wir schauen anders auf Themen wie beispielsweise Sicherheit, aber wir haben unheimlich viele geniale Ingenieure und geniale Firmen. Das schlägt so ein bisschen auch in diese Marketingkerbe, die wir eben schon mal hatten mit Willi Söngen. Das Interessante daran ist auch so ein bisschen, es geht ja auch in die Richtung, wir vermarkten uns vielleicht irgendwie schlechter und wir haben natürlich auch eine andere Mentalität. Also diese Sicherheitsthematik oder diese Privatsphären-Thematik ist auch immer so ein Thema. Also man nennt es ja nicht umsonst German Angst. Ja, klar. Das ist halt auch, ja, es sind einfach kulturelle Unterschiede, die da aufeinanderprallen und mit denen man irgendwie versuchen muss, in der zunehmend globalisierten Welt umzugehen. Also die Anja Theuner war für uns alle, glaube ich, recht beeindruckend. Das ist die Kuratorin im Deutschen Museum, die ist zuständig für die Computerabteilung dort. Und du hast noch ein Zitat von ihr gehabt, das dich sehr interessiert hat. Genau, das hat sozusagen irgendwie den Amateursprachwissenschaftler in mir angeregt. Digital kommt von Digitus und Digitus heißt Finger. Und wenn ich mit den Fingern rechne, dann rechne ich bereits digital, so wie das auch schon die Schäfer beim Schafezählen vor Hunderten von Jahren gemacht haben. Das fand ich einfach irgendwie ein schönes Zitat zum Thema. Hast du das gewusst? Sagen wir mal so, ich wusste, dass Digitus Finger heißt, also dank meiner Schulausbildung mit klassischen Sprachen, aber das jetzt so irgendwie in Verbindung zu bringen und das irgendwie so als schönes Alltagswissen mitzunehmen, das hatte ich so nicht auf dem Schirm. Nee.